Kollegin Klein-Schmein für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte oder liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Bundestag. Wir bringen heute einen Antrag ein zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Behinderungen. Wir haben diesen Antrag genannt, Verbesserung menschenrechtskonform gestalten. Und das alleine sagt auch schon, worum es gehen muss. Es muss 6 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention darum gehen, dass wir uns auch den Bereich der gesundheitlichen Versorgung vornehmen. Immerhin gestaltet Artikel 25 den Anspruch so, dass Menschen mit Behinderung den Anspruch haben an unsere Gesellschaft, sowohl auf einen diskriminierungs- und barrierefreien Zugang zur allgemeinen gesundheitlichen Versorgung als auch auf Angebote, die ganz genau auf ihre spezifischen Gesundheitsbedarfe und körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen eingehen. Beides ist ein großer Anspruch und beides wird trotz unseres sehr ausgefeilten und sehr umfangreichen Gesundheitswesens in der Praxis nicht eingehalten. Und deshalb sind wir als Gesellschaft, wir als Parlament gefordert, hier etwas zu verändern und uns wirklich in die Pflicht zu nehmen, diese Versorgung auch tatsächlich zu verbessern. Und es ist nicht nur, dass wir 6 Jahre geltendes Recht haben und auch gefordert sind, sondern wir haben ja auch gleichzeitig ein Gesetzgebungsverfahren, wo wir uns der Versorgungsstärkung annehmen wollen. Das wird ja in der nächsten Plenarwoche Thema sein. Und was wäre schon der richtige Rahmen, genau über dieses nachzudenken, über menschenrechtskonforme Ausgestaltung des Gesundheitswesens, wenn nicht dieser Kontext, wenn es um Versorgungsstärkung gehen soll, dann muss es auch um die Stärkung der Versorgung derjenigen gehen, die in einem besonderen Maß auf unser Gesundheitswesen angewiesen sind. Immerhin 17 Millionen Menschen haben eine körperliche oder andere Beeinträchtigung oder eine chronische Erkrankung. Das muss uns doch Aufforderung sein, da genau hinzugucken, dass wir tatsächlich eine Ausgestaltung hinbekommen, die dem auch gerecht wird. Und jetzt geht es nicht darum zu sagen, unser Gesundheitswesen ist schlecht oder es ist, wird den Menschen mit Behinderung in der Gänze nicht gerecht. Darum geht es nicht. Aber wir wissen, dass wir zahlreiche Lücken, Versorgungslücken haben, dass wir hohe Barrieren haben, dass wir Hürden haben, die gerade diejenigen mit besonderer Beeinträchtigung oft nicht nehmen können und die auch zum Teil zu eklatanter Fehl- und Unterversorgung führen. Und das können wir nicht weiter so zulassen. Ich will mal eine kleine Palette von Themen aufzeigen. Zum Beispiel ist nur ein ganz kleiner Teil der Praxen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder anderen Gesundheitserbringern wirklich barrierefrei. Wir reden gar nicht davon, um andere technische Barrieren, die beispielsweise etwas zu tun haben mit Hörhilfen, mit Verständigungs-, Kommunikationsproblemen. All das ist in der Regel heute nicht gewährleistet. Wir haben in ganz, ganz wenigen Praxen und Krankenhäusern Personal, das über kommunikative Kompetenzen im Umgang mit hörgeschädigten Menschen beispielsweise verfügt, wo wir drauf schauen, was ist mit sehbeeinträchtigten Menschen. All das fehlt. Zusätzlich fehlen barrierefreie Informationen zu allen Gesundheitsleistungen, die wir insgesamt da haben. Auch da Fehlanzeige. Wir haben einen großen Mangel im Bereich der Fort- und Ausbildung, um sich wirklich mit den Bedarfen von besonderen Personengruppen wirklich auszukennen. Auch da haben wir große Mängel. Auch die erwachsenen Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung finden bisher bei ihren komplexen Bedarfslagen wenig adäquate Versorgungsangebote. Es fehlen medizinische Versorgungszentren, die sich genau auf diese Gruppe eingerichtet haben. Die Liste könnte noch unendlich fortgeführt werden, und wir sehen, da ist einiges zu tun. Und wenn wir uns anschauen, dass Herr
Kollege Hüppe ja in der letzten Wahlperiode umfangreiche Anhörungen gemacht hat mit den Verbänden, mit den Patientenverbänden, genau weiß und eine gute Erhebung gemacht hat, wo die Defizite sind, dann muss ich mich doch heute fragen und müssen wir uns heute fragen, wo hat das eigentlich seinen Niederschlag gefunden? Jedenfalls nicht in dem jetzt geplanten Versorgungsstärkungsgesetz. Da finden wir gerade mal von 155 Änderungen, die dieses Gesetz enthält, wir haben sie gezählt, 5 materielle Änderungen, die ausgesprochen für die Menschen mit Behinderung sind. Und ich meine, und wir sagen, das ist zu wenig. Wir legen Ihnen jetzt einen sehr umfangreichen Antrag vor. Sie können damit machen, was Sie wollen in der Beratung. Sie könnten machen, dass Sie im Versorgungsstärkungsgesetz ein neues eigenständiges Kapitel für die Menschen mit Behinderung machen. Das ist ein Weg. Da sind wir offen. Wir können auch sagen, wir schlagen ein eigenständiges Versorgungsstärkungsgesetz für die Menschen mit Behinderung auf. Das wäre ebenfalls ein Weg. Da sind wir offen, aber wir wünschen uns, dass Sie sich unsere Vorschläge, die schon sehr umfangreich sind, anschauen, dass Sie dazu einladen, dass die Verbände mit herangezogen werden, dass wir wirklich dem Anspruch gerecht werden, nicht ohne uns, über uns. Auch das fehlt in diesem jetzigen Verfahren. Und da sollten wir hinkommen. Und wir meinen, dass das aller Mühe wert wäre. Und wir sind wären sehr froh, wenn Sie sich tatsächlich diesem Thema wirklich annehmen und nicht wie in der letzten Wahlperiode, wo dann mal eben alles vom Tisch gewischt worden ist. Das ist nicht würdig der Problematik, die wir hier haben. Und wir wünschen uns, dass es um eine wirklich detaillierte Befassung mit unseren Vorschlägen gehen wird. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Maria Michalk, CDU-CSU-Fraktion.